Dann kommen wir zu den Ritualen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man bestimmte Rituale mit einbezieht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Tagesablauf. Sie stehen morgens auf, tun Zähne putzen, gehen duschen, frühstücken und das machen Sie über 20 Jahre hinweg. Und jetzt auf einmal, von einem Tag auf den anderen, kommt jemand in Ihr Leben und sagt, ab morgen stehen wir 2 Stunden früher auf. Sie werden gleich mal kalt geduscht und Zähneputzen machen wir erst nach dem Frühstück. So, das würde Ihre Wohlfühlzone um einiges sprengen. Und so geht es den Angehörigen, die wir pflegen, auch. Diese Menschen haben über Jahre hinweg ihre Rituale gehabt. Und das ist einfach so. Jeder Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deswegen ist es so wichtig, diese am Anfang zu besprechen und dann diese in die Körperpflege mit einzubeziehen. Genau, auch eben wann zum Beispiel die Körperpflege stattfindet. Wann steht man morgens auf? Wann ist man die letzten Jahre aufgestanden? Solche Sachen sind einfach wichtig.